Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rohrwe und heute beschäftigen wir uns mal wieder mit dem Thema Adjustierungen. Optionen sind ja unheimlich flexibel und deswegen adjustieren wir ja oftmals Positionen, bei denen es nicht gleich so läuft wie gedacht. Was macht man aber, wenn man eine Adjustierung gar nicht mehr benötigt und man hat sie noch im Markt? Darüber sprechen wir heute in diesem Video. In den letzten Tagen hatten wir vermehrt Anfragen, gerade bei uns im Helpdesk oder auch in unseren Coachings, von neuen Teilnehmern, die gefragt haben, Mensch, was ist denn, wenn ich eine Adjustierung im Markt habe und diese dann einfach nicht mehr benötige? Lasse ich sie dann laufen oder was mache ich? Und jetzt gibt es da natürlich tausend verschiedene Beispiele, an denen man das aufzeigen kann. Ich will heute mal ein ganz konkretes Beispiel nehmen und zwar betraf das Zucker. Ihr seht hier mal den Chart von Zucker eingeblendet. Und die Frage betraf eben genauso eine Adjustierung, wie sie hier im Zucker stattgefunden hat. Und damit wir das Ganze aber ein bisschen besser nachvollziehen können, will ich das Ganze hier nochmal am Flipchart kurz ein bisschen skizzieren und dann auch erklären, wie ich mich in so einer Situation verhalten hätte und was man daraus vielleicht für sich selbst für eine Regel ableiten kann. Also, beginnen wir mal. Im Zucker hatten wir folgende Situation vorliegen. Zucker fiel lange Zeit nach unten, baute dann hier so ein bisschen Boden auf und gab dann hier irgendwann ein Kaufsignal. So, bei diesem Kaufsignal haben wir uns dann entschlossen und haben dann auf der Unterseite Put-Optionen verkauft. Jetzt passierte Folgendes. Der Markt stieg erstmal weiter nach oben. Das heißt, alles gut für diesen Put. Dann kam er aber ein wenig in Bedrängnis. Das heißt, der Markt kam wieder nach unten und da passierte Folgendes, nämlich der Put lag im Minus. Und es gibt ja bei uns diese 50%-Regel bei den Future-Optionen. Ganz wichtig, das gilt nur für Future-Optionen. Und zwar heißt das, wenn wir eine Option verkauft haben und diese ist 50% im Minus, sprich, du hast die Option verkauft für, sagen wir mal, $200 und mittlerweile ist deren Wert $300, das heißt, du liegst $100, also 50% der ursprünglich eingenommenen Prämie hinten, dann können wir müssen nicht, aber dann überlegen wir, ob eine Adjustierung in dem Falle schon sinnvoll ist. Spätestens bei 100%, also bei Verdoppelung der Optionsprämie, müssen wir definitiv adjustieren. So, hier war es jetzt genauso passiert. Der Put kam ein bisschen unter Druck, war 50% im Minus und deswegen wurde jetzt hier oben ein Call dagegen geschrieben. So als erste Adjustierungsmaßnahme aus dem Short Put wurde ein Short Strangle durch Hinzunahme des Short Calls. Und jetzt passierte Folgendes, nämlich der Preis ging noch ein ganz klein wenig nach unten und dann ging es wieder nach oben. In der gleichen Zeit jetzt hier ist aber eins passiert. Durch den sehr, sehr starken Einbruch an dieser Stelle hatten wir eine hohe Volatilität. Diese Volatilität baute sich jetzt in dieser Bewegung hier ab, sodass in diesem kleinen Anstieg hier nach oben Folgendes passiert. Nämlich der Put, der am Anfang ja ein wenig unter Druck stand, der lief plötzlich ins Plus und konnte an dem Gewinn, an dem maximalen Gewinn, also an der 20% Restwertgrenze, wo wir ja Future Optionen zurückkaufen, aus dem Markt genommen werden. Da liegt eine Limit Order im Markt, wird geschlossen, damit ist der Trade beendet. Und jetzt ist ja Folgendes, und zwar jetzt haben wir ja hier oben noch diese Call Option, die ist immer noch im Markt und in dem konkreten Beispiel, was der Leser uns geschrieben hat, war die so ungefähr plus minus null. Ne? Ein ganz kleines Plus hatte die, aber nicht viel, aber sagen wir mal, die wäre plus minus null. Und jetzt hat er gefragt, Jens, was mache ich denn jetzt mit dieser noch offenen Adjustierung? Und es gibt es hier ja verschiedene Möglichkeiten, die man durchspielen könnte. Zum einen könnte man sagen, okay, da sich ja die ursprüngliche Idee wieder durchsetzt, könnte man ja wieder einen Put einfach dagegen setzen, entweder ein bisschen näher am Strike, längere Laufzeit, je nachdem, und hätte von Beginn an wieder einen Strangle. Wir haben aber in der Situation zu etwas anderem geraten, und zwar haben wir gesagt, naja, überleg mal, was war die ursprüngliche Idee, also welcher Schritt erfolgte? Und zwar, als erstes sollte ja hier dieser Put verkauft werden. Das ist gemacht worden, das heißt, die ursprüngliche Trading-Idee war, Zucker geht nach oben, wir verkaufen einen Put und wollen mit diesem Put hier Geld verdienen. Und nur weil er hier ein bisschen unter Druck kam, kam ja dann überhaupt Aktion Nummer 2, nämlich der Verkauf des Calls. Indem es jetzt hier wieder nach oben ging und der Preis oder beziehungsweise die Volatilität ja auch zurückging, hat sich natürlich hier
die ursprüngliche Trading-Idee eingestellt oder beziehungsweise die ist aufgegangen. Wir haben jetzt mit dem Trade, den wir machen wollten, haben wir jetzt Geld verdient. So. Und an der Stelle haben wir gesagt, Mensch, diese Position war ja nie im Leben angedacht. Also das, die wollten wir ja gar nicht. Ne? Das ist ja eine, quasi eine Reparaturmaßnahme. Und deswegen haben wir gesagt, überleg mal, du hast dein Ziel, dein ursprüngliches Ziel erreicht. Warum brauchst du das Ganze jetzt noch? Dadurch, dass diese Position plus minus null ist, beziehungsweise sogar leicht im Plus war, macht es aus unserer Sicht an der Stelle Sinn, den Trade komplett zu beenden und zu sagen, okay, rausnehmen. Du hast hier nichts verloren, du hast ein bisschen was gewonnen, du warst zwischenzeitlich geschützt, du hast dein ursprüngliches Ziel erreicht und den Trade zu beenden und jetzt dann nochmal herzugehen und sagen, okay, und jetzt setzen wir den Trade nochmal vielleicht von vorn auf, wenn wir immer noch überzeugt sind, dass Zucker nach oben geht, also wenn unsere Signale noch stimmen, Cut, Down, Seasonals und so weiter, ihr wisst, was wir da alles verwenden. Und das ist also eine Möglichkeit. Es gibt jetzt durchaus anders denkbare Fälle, wo wir gesagt hätten, okay, wenn der Markt jetzt weiter nach unten gegangen wäre, wenn es schwach wäre, hätten wir vielleicht auch hier einen nochmal einen Put neu dagegen geschrieben oder wir hätten den Call vielleicht gerollt oder wie auch immer. In der jetzigen Situation, gerade weil eben diese Adjustierung im Gewinn war, zumindest nicht im Verlust, ne? Sie war wie gesagt ganz minimal im Gewinn, macht es aus unserer Sicht hier keinen Sinn, etwas zu riskieren, was man ursprünglich gar nicht riskieren wollte. Und da geht es dann eher zu sagen, okay, jetzt siegt hier mal nicht die, ich nenne es jetzt mal die Gier, dass man hier oben sagt, oh, hier könnte ich ja auch nochmal was verdienen, sondern hier siegt es die Vernunft und die heißt, Idee ist aufgegangen, Trade beendet, Adjustierung hat mir zwischenzeitlich geholfen, jetzt brauche ich sie nicht mehr schließen, beenden. Ja? Und ihr werdet feststellen, wenn ihr viel Optionen handelt, gerade wenn ihr auch so wie nach unseren Systemen handelt, dass ihr natürlich sehr häufig adjustieren müsst. Und jetzt kann man nicht sagen, das ist die unabänderliche Regel, immer wenn du das nicht mehr brauchst, geht's raus. Wir hätten uns vielleicht ganz anders entschieden, wenn der Call im Minus gewesen wäre. Ne? Oder wenn er auch sehr nah am Gewinn gewesen wäre. Und deswegen kann man eben Adjustierung auch nie pauschal beschreiben. Viele glauben immer, es gibt so eine Blaupause für Adjustierung. Wenn das passiert, machst du das. Wenn das passiert, machst du das. Aber man muss natürlich immer ein bisschen in die Charts reinschauen. Man muss ein bisschen in den Markt hineinschauen, um dann wirklich am konkreten Fall entscheiden zu können, was mache ich. Ich hoffe, diese kleine Lektion hat euch geholfen, in einer ähnlichen Situation euch vergleichbar zu verhalten. Vielleicht habt ihr aber auch ganz andere Ideen. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Wie hättet ihr euch denn in diesem Fall verhalten? War es vielleicht habt ihr sogar den gleichen Trade gehabt oder einen ähnlichen Trade. Was habt ihr gemacht? Was würdet ihr anders machen? Seht ihr vielleicht eine ganz andere Möglichkeit, das zu tun? Wenn ja, dann schreibt mir das bitte mal in die Kommentare hinein und dann können wir hier gerne an dieser Stelle diskutieren. Und wenn ihr auch weiterhin Fragen habt zum Thema Optionshandel, zum Thema Adjustierungen, egal ob Aktien oder Future Optionen, dann lasst mich das wissen und dann sprechen wir auf dem Kanal darüber. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Euch alles Gute, viel Erfolg an den Märkten. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.